Heute fand der Community Day mit Froxy statt und ich hatte offenbar richtig viel Pech mit denen mit guten IV. Nur eines mit 3 Sternen, obwohl ich richtig viel aus Feldforschungen bekommen habe, das entwickle ich gleich sofort durch. Und in meinem Queststapel schlummert dann ein 100er. Ich hatte Glück beim 100er. Na, aber offenbar wirklich nicht bei den Schillernden. Und auch so die Quote war relativ mies, aber ich hatte extrem viel Spaß. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Sternenstaub auf dem Account gehabt. Na und, das wird hier nun übrigens ein Pokédex-Eintrag. Habe ich mir, ja, nicht wirklich aufgehoben, aber habe ich einfach noch nie gemacht. Na, weil es kommt sowieso immer irgendwann ein Community Day bei den Startern, dachte ich mir. Na und nun ist es soweit. Ey, die Farbe einfach nur genial. Quajutsu im... Oh, Moment mal, doch nicht? Ich dachte echt, ich habe mir... What? Habe ich das schon mal entwickelt? Kann ich mich gerade wirklich nicht erinnern. Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Aber 3 Sterne immer für den 3-Sterne-Pokédex-Eintrag. Da gibt es so eine Kategorie. Ja, muss man nicht machen. Ich mache hier noch die 1-Euro-Forschung, werde dann meinen Stapel leeren, das 100er fangen, auch komplett pushen, da freue ich mich schon. Vielen Dank für das Ticket von, passt wirklich perfekt zu dieser Pokémon-Familie, von Amphir habe ich das Ticket bekommen, dankeschön dafür. Und genau, da hat irgendjemand in der Umgebung hier den 4-Sterne-Raid gemacht und dadurch tauchen hier nun eine halbe Stunde lang Froxy auf. Also hier funktioniert es offenbar. Die 100er IV waren 425 und ich habe mich wirklich richtig gefreut, als ich das hier gesehen habe. Moment. Na gut, dann leeren wir mal den Stapel, oder? Da freut man sich, wenn man weiß, da ist ein 100er irgendwo drin. In der Forschung war diesmal ein Sternenstück, glaube ich, das war so das Premium-Item, auch gut für dreifachen Fangsternenstaub, also da hat jemand mitgedacht. Yo, ich habe mich bemüht, aber dann, als ich das 100er in der Feldforschung hatte, habe ich mir gedacht, okay, perfekt, ich kann nun einen kleinen Gang runterschalten. Es war doch relativ warm heute. Ich habe aber dennoch 1100 und ein paar zerquetschte Pokémon gefangen, natürlich waren nicht alle davon Froxy, aber doch ein großer Teil und ich habe eben noch welche im Stapel und die sind in der Shiny-Quote noch gar nicht dabei, weil da ist kein Shiny drin und ich habe 35 Schillernde bekommen. Das ist natürlich eine Menge, keine Frage, doch bei 1100 Fängen und 35 Schillernde, da ist die Quote nicht so gewaltig und merkt man auch, habe viele Feldforschungen gemacht. Deshalb war auch ein 100er drin hier irgendwann. Moment, ich habe gar nicht auf die WP geachtet. War das schon? Nein, ich glaube nicht. Es kommt dann relativ am Ende. Ja, eine Shiny-Quote heute, obwohl es ein geniales Pokémon ist und ich da gerne noch ein besseres gehabt hätte. Also das eine, welches ich entwickelt habe, das war mein Bestes. Schon schade. Na, schon schade, aber was soll's. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Also ich kann mich erinnern, mit 1000 Fängen hatte ich auch schon mal, keine Ahnung, so in die Richtung 55 Shinies oder so. Irgendwie schlecht getimed. Da würde ich gerne tauschen. So bei, ich weiß nicht, irgendeinem Classic Community Day, wo ich sowieso schon in Shinies schwimme. Aber Froxy war ja doch ein neues. Egal. Schwamm drüber. Na, kann man nun nicht ändern. Ja, Sternenstaub. Gut gemacht. Ich hatte aber nur 2 Sternenstücke an. Ich weiß nicht, ich habe, momentan habe ich noch 9. Dachte mir, die heben wir uns noch auf. Irgendwann war... Oh, das ist es! Ich glaube, das war's, oder? Okay, aber blauer Ball passt sowieso. Wollte ich mit Superball nehmen. Blaues Pokémon, blauer Ball. Das war's doch gerade, oder? Ja, bitte ein 100er, komm schon. Ich hoffe, ich habe deinem Video keinen Schwachsinn erzählt. Bitte. Yo, das ist es. Aber sowas von... Na holla, die Waldfeder, das wird sofort entwickelt und komplett gepusht und sowieso. Attacke hole ich mir, dann auch Wasser-Shuriken und alles, was dazu gehört. Perfekt, freut mich wirklich sehr, hatte ich noch nie. Obwohl wir in der Vergangenheit, wir haben schon lange Froxy und auch, ja, so ein paar Feldforschungen waren dabei. Die mache ich eigentlich immer. Und
Genau. Nochmal checken, nur zur Sicherheit. Du bist noch ein 100er, sehr schön. Dann kommt nun die Entwicklung und dann irgendwann Ash Quajutsu. Komm schon, Niantic. Und das bekommt man, indem man, keine Ahnung, bester Kumpel mit dem ein Pokémon durchführt oder irgendwie so und so viele Herzen verdient oder was weiß ich. Da wird Niantic schon irgendwas einfallen. Und hier wäre das Teil. Aber ich glaube, es kommt nur auf 3000 WP. Nun bin ich gespannt wie ein Bogen. Boah, das ist nicht viel. Ich meine, ja doch, 3000 ist 3000, aber die heftig deftigen Pokémon, ich meine, Mewtwo hat 4700. Das ist schon eine andere Hausnummer. Nicht, dass WP so alles wären, aber dann machen wir hier noch Wasser-Shuriken drauf. Nicht Blubber. Ich hoffe, Niantic hat die Attacke schon freigegeben. Die sollte verfügbar sein mit einer komplett normalen Sofort-TM. Ja. Na, oder ich habe da was verwechselt. Wasser-Shuriken. Wasser-Shuriken. Und ich lasse das drin, nicht weil ich nicht schneiden möchte oder so, sondern einfach, dass ihr seht, wie schlecht designt dieses TM-System ist. Ich meine, ich schwimme in TMs, aber okay, Moment mal. Ah, nö. Ich dachte echt, also, weil es ist nach jedem Mal eine 50-50-Chance. Wenn es drei Attacken gibt und eine habe ich, ist immer eine 50-50-Chance. Und ich habe die 8-mal oder 9-mal hintereinander nicht bekommen. Das müsst ihr mal schaffen. Das müsst ihr mal schaffen. Da könnt ihr euch gratulieren und die Hand schütteln. Okay. Dann natürlich noch eine Ladeattacke. Das muss man hier nicht davor machen. Das ist nur bei Babys wie Togepi und so weiter, Riolo der Fall. Und da mache ich, glaube ich, Nachthieb drauf, wenn ich es so gegen Team Go Rocket oder so mal verwende. Verwende eine Ladeterm? Habe ich eine Forschung? Okay. Okay, okay. Ist es von der Weltmeisterschaft? Irgendwie die von Dancing Rob oder so? Nachthieb. Genau, perfekt. Das sieht schon schick aus. Das werde ich nun, glaube ich, zum besten Buddy machen. Dann hole ich mir die Forschung noch komplett ab und am Ende darf man, glaube ich, auch ein Quajutsu fangen. Das möchte ich hier festhalten, weil ich glaube, das erlebt man kaum so wirklich in der Wildnis. Die Starter, die gibt es, aber nicht alle. So, Sumpex hat man häufig ab und an mal. Logok habe ich neulich erst wieder gefangen. Die Generation 1 Starter sind ab und an am Start. So, erstmal dich mitnehmen. Da kenne ich die WP nicht, aber ist ja sowieso egal. Du kannst nicht flüchten. Dann fangen wir mal an mit dem Fangen. Vorher aber noch ein Froxy, glaube ich. Oder? Jo. Genau, wäre heftig, wenn da mal ein Shandow drin ist oder so. Ich meine, hatte ich schon. Begegnung beginnen. Da haben wir es. Wunderschön. Fange ich mit einem Superball, blauer Ball hierfür. Na und silberne Sananabeere. Ja, diese Moves, die sieht man nicht alle Tage. Doch, beim Kämpfen dann. Also die Sprünge nicht unbedingt, aber die Attacke dann. Okay. 1100 Fänge, 35 Schillernde. Ich will nicht meckern. Ich hatte riesigen Spaß. Ich habe ordentlich Sternenstaub gemacht und mein 100er bekommen. Ich wünsche nun viel Spaß mit Professor Willow, weil Quajutsu möchte hier nicht und ich will euch nicht die ganze Zeit aufhalten. Der Schilling, Alter. Hallo Daniel, schön dich zu sehen. Na, apropos sehen, ich habe das Gefühl, dass mich etwas auf meinem Spaziergang beobachtet hat. Ich bin mir relativ sicher, dass es sich bei dem geheimnisvollen Beobachter um ein Pokémon handelt, aber ich habe keine Ahnung welches. Es gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Willkommen zurück, Daniel. Du hast deiner Nachforschung gezeigt, wo das Froxy die Locken hat. Es ist echt schön, es aus der Nähe zu sehen. Froxy stößt aus der Brust und Rücken elastische Blasen aus, mit denen es gegnerische Angriffe abfängt und so den erlittenen Schaden verringert. Wenn du das cool findest, warte erstmal die Entwicklung von Froxy ab. Wieso versuchst du nicht, Froxy selbst zu entwickeln? Gut gemacht, Daniel. Amphitzels Flinkheit sucht ihresgleichen. Es kann einem 600 Meter hohen Turm in weniger als einer Minute erklimmen. Darüber hinaus kann Amphitzel kleine, in Blasen gehüllte Steine mit Präzision werfen. Ganz schön beeindruckend, findest du nicht? Ich persönlich hatte schon immer Probleme damit, Seifenblasen überhaupt zu erzeugen. Zu versuchen, Steine darin zu hüllen, unglaublich. Amphitzel ist wirklich beeindruckend, aber ich habe gehört, dass seine Entwicklung sogar noch imposanter sein soll. Kannst du mir dabei helfen, sie zu studieren, Daniel?
Wow, das ging echt zackig, Daniel. Quajutsu stellt Wurfsterne aus komprimiertem Wasser her, die durch ihre hohe Geschwindigkeit beim Werfen sogar Metall durchtrennen. Eine deutliche Verbesserung zu Amphitzels in Blasen gehüllten Steinen, oder? Vielen Dank, dass du mir dabei geholfen hast, mehr über Froxy und seine Entwicklungen zu erfahren, Daniel. Mit Quajutsus Agilität und deinen Fähigkeiten als Trainer bin ich mir sicher, dass ihr beide jedes Hindernis überwinden und sogar entzweiteilen könnt. Haha. Also, nichts wie raus und go!